So, willkommen zurück in meiner neuen Villa. Gucken, wie es hier aussieht. Also ein Sitzklo, ein Stehklo, ein zwei Stücke Glas. Oh, die Hausordnung. Was steht denn da? Nix. Gut, tun wir es mal umsehen hier. Kamera. So, dann gucken wir mal. Okay, da hinten muss man hin. Und? Kriegen wir's? So. Ja, gut. Dort vielleicht. Dort? Ah, ja. So ist fein. Lauf, meine Drohne, lauf. John, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan und melde mich dann. Hallo. Okay, muss es hier darunter. Gut, der guckt weg. Ba, 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 ba. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie genug von Angebern und Prahlern. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Ein Weg führt in den wirtschaftlichen und sozialen Ruin. Auf dem anderen läuten Sie mit mir ein neues Zeitalter für Chicago ein. Bam, perfekt. Profi-like. Oh, Scheiße. Okay, und jetzt? Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. So, was suchen wir jetzt? Steckt
ehemaligen Boss in Brand. Das ist doch keine Straftat. Gymnophobisch. Angst vom Gymnasium, ne? Pianist. Das ist bestimmt wegen Vitamin B hier drin. So. Kindheitserlebnisse hier von den ganzen Leuten hier muss man sich ja nicht antun. Na, es kommt schon. Wenn ihr es durchlesen wollt, macht ihr einfach Pause und liest es euch durch. Hallo. Ah, perfekt. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein, nicht! Nachdem wir mit dir fertig sind. Ich gehe nicht mit dir rum. Dein scheiß Maul! Verdammt. Ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. So, erreichen sie den Überlebenden im Untergeschoss. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Oh, Scheiße. Ha! Na, bin mal gespannt, wie ich rauskomme. Erreichen Sie den Überlebenden im Untergeschoss. Na, was sagst du denn? Perfekt. Okay, kurz warten. Gut. Und rein. Komm schon, komm schon. Irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich Und dein Kumpel? Mit Mabamganya. Maurice? Ich weiß es doch nicht. Die haben ihn. Vielleicht ist er tot. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Nochmal. Aber du hast gut hingesehen, oder? So, gibt's hier noch was? Nein. Doch, da. Und im Namen von Big Spain. Bam! Los! Noch kannst du dich entscheiden. Ich vergeben, Deckung! Das nicht getan! Ruf den Notarzt! Bam! Leg euch vor! Oh, Scheiße! Geh wieder in Deckung!
Perfekt. Du Scheiße, Master Chief. Komm, renn doch. So, wo ist er? Scheiße. Verstärkung! Oh Scheiße. Okay. Das war ja klar. Bus geschafft und dann schifft man so scheiß Ads. Okay. Ach, ich hab vergessen aufzumachen. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? So, jetzt hat's. Wir wollen auch ihren Anteil. Schon. Okay, weg. Ziel gesichtet. Rücke vor. Los, reiß zu Ende. Rennen.
Kram. Mal gucken, ob der eine was fallen gelassen hat. Na, Victor, da. USV, was ist denn das? Was ist denn das? USV. Na, Haftbombe ist ja geil. Kann ich wieder nehmen. Perfekt. So. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, bin dran. Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. So, und ich würde mal sagen, ich mache hier mal einen Cut und jo, mach das nächste Mal dann weiter. Bis dann.